Ich schimpfe ja oft, dass auf den FM-Repeater nichts los ist. Aber wenn ich ehrlich bin, bin ich dort ja auch nur sehr selten. Deswegen machte ich jetzt den Selbstversuch, in der Woche vor Weihnachten bis zum Neujahrstag von morgens bis abends QRV zu sein. Und mein Plan war, auf jeden einzelnen CQ-Ruf zu antworten. Und das sind meine Erlebnisse. Hallo und herzlich willkommen zum wöchentlichen DD0OL-QTC und bei der Gelegenheit rundum auch noch ein schönes neues Jahr 2022. Ja, ich war jetzt 2 Wochen lang nahezu ununterbrochen zur Tageszeit auf DB0EL, der Repeater hier Olympiaturm in München, und meine Erfahrungen waren tatsächlich durchaus positiv. Ich hatte wirklich auf jeden einzelnen CQ-Ruf geantwortet. Der erste Ruf, den ich beantwortete, kam von einem OM in der am Ammersee, war er, und er wollte wissen, ob seine neue Antenne ihm ein gutes Signal macht, und siehe da, ja, er hat ein gutes und nahezu rauschfreies Signal. Und ja, München Nord, Ammersee, das ist schon eine kleine Strecke. Auf DB0EL gibt es auch eine fast tägliche Morgenrunde um 8.30 Uhr. An der hatte ich auch teilgenommen. Dabei waren viele lokale Stationen oder einige lokale Stationen, aber auch Stationen, die via Echolink dazugeschaltet waren. Waren auch immer sehr angenehme Gespräche, nicht sehr technisch, einfach nur einen schönen Wunsch in den kommenden Tag. Und dann hat sich das nach einer Viertelstunde oder einer halben Stunde schon aufgelöst. Aber ja, es war so ein schöner Amateurfunkstart. Ich hatte auch Kontakt bekommen mit einem OM, der im Bereich Notfunk sehr engagiert ist. Er baut zurzeit einen Repeater auf, der nur mit Solarstrom betrieben wird, der diverse Monitoring-Möglichkeiten bietet. Ist noch nicht fertig, ist aber im Kommen, und alles, was er erzählte, war richtig toll. Ich hörte ein QSO in einer mir völlig unbekannten Sprache. Also so unbekannt, ich konnte nicht mal die Region einordnen. Das zeigt mir doch, wie klein unsere Welt hier ist. Im Gegensatz dazu hatte ich ein QSO mit einer Station aus Rumänien, also auch via Echolink dann auf den DB0EL Repeater drauf, und das Deutsch war perfekt und die Färbung, die klang auch vertraut. Und es stellte sich heraus, dass dieser OM vor einigen Jahren aus München auswanderte nach Rumänien, und das war vor allem auch, weil wir über Amateurfunk sprachen, wie ist das eigentlich in Rumänien. Das war eine sehr, sehr interessante Sache für mich. Es gab für mich auch 2 ganz persönliche, absolute Highlights. Das eine Highlight war, der Repeater lief eben mit so im Hintergrund und plötzlich rief eine Station mich, also nicht einfach CQ, sondern ja, die DD0OL hörte ich da, und ich bin ja eigentlich gar nicht auf den Repeatern drauf, aber er dachte sich, probier's mal, vielleicht ist er ja da, und siehe da, diese mir völlig unbekannte Station hat mich dann also tatsächlich erreichen. Das ist, das geht runter wie Öl, und tatsächlich ganz so unbekannt war er nicht, denn wir hatten schon unter YouTube Filmen, also unter meinen Videos hier miteinander Kontakt, nur war mir eben das Rufzeichen unbekannt. Das zweite persönliche Highlight, das ich hatte, war eine Station. Er sagte dann, die Stimme kommt mir bekannt vor. Und ich dachte, naja, vielleicht schaut er meine Filme. Aber nein, es war ganz anders. Ich mache nämlich nicht nur YouTube-Videos. Nein, gelegentlich bin ich auch bei den Klasse E-Kursen hier in Oberbayern mit dabei, um die Inhalte rüberzubringen. Und er war in einem dieser Kurse drin und er wusste sogar noch, welcher Abend ihm ganz besonders gut gefallen hatte. Das war vor vielen Jahren der letzte Abend vor Weihnachten. Ja, und ich dachte mir, ich muss was Besonderes bieten. Also früher in der Schule war das so, dann hat man eben einen Film geschaut, und das hatte ich mir auch vorgenommen, und kam dann also dorthin und meinte, wollt ihr Frontalunterricht oder wollt ihr den Film schauen? Und na, die schauten alle so ein bisschen verwundert. Ich glaube, sie hätten lieber was gelernt, aber natürlich, der Film war nicht
irgendein beliebiger Film, sondern an diesem Abend stand die Frequenzmodulation an. Und ich hatte kurz davor auf YouTube einen Film gesehen der US Army aus den 40er Jahren, in dem eben die Frequenzmodulation auf eine hervorragende Art und Weise vorgestellt wurde, technisch erklärt wurde, wie sich die Frequenz ändert, dass man die Amplitude begrenzt, warum das besonders stabil ist, dann gegen Störungen wie Zündkerzen oder den elektrischen Rasierapparat. Und ich dachte mir, schöner zeichnen und schöner erklären als in diesem Video kann ich das auch nicht. Und ja, die Erinnerung blieb ja wach. Was gab es sonst noch? Von einer Station hörte ich, dass CO2 nur deswegen von der Presse und von der Regierung so runtergeschrieben wird, um es dann besteuern zu können. Dagegen hörte ich keinen Störer, nicht wirklich, kein Rülpsen, kein Piepsen, kein Wegdrücken. Es gab einige DTMF-Töne, die zu Fehlermeldungen von Echolink führten. Es gab eine Station, wohl aus Griechenland, von der das Rufzeichen nicht zu erfahren war. Das hatte ich dann auch relativ bald dann abgebrochen. Aber so diese klassischen Störer, wie man die früher hatte, die waren jetzt zumindest in diesen zwei Wochen, zumindest auf DB0 EL, so nicht wahrnehmbar. Die sind wahrscheinlich jetzt alle auf Telegram und planen die nächste Demonstration gegen unsere Demokratie und die Republik, die sie für eine Corona-Diktatur halten. Was sind eure Erfahrungen zum Thema FM-Repeater? Schreibt es bitte in die Kommentare. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie ihr das wahrnehmt, ob ihr überhaupt auf FM-Repeatern seid oder eher nicht. Und wenn ihr es nicht seid, seid ihr wirklich herzlich eingeladen, dieses Experiment mal zu machen. Geht mal auf so einen Repeater, hört zu, antwortet auf einen CQ-Ruf und meine Erfahrungen waren durchaus positiv. Ja, wenn ihr das macht und unter diesem Video kommentiert, prüft bitte im Nachgang, dass der Kommentar auch durch das YouTube-Filter durchkommt. YouTube ist da manchmal sehr seltsam und die Kommentare verschwinden sofort wieder. Das sieht man leider erst, wenn man die Seite nochmal neu geladen hat. Ist schade, aber wenn man es oft genug versucht, kommt es vielleicht durch. Wenn ihr QSOs habt, egal ob direkt oder über einen Repeater oder auf Kurzwelle, völlig egal, Echolink, DMR, D-Star, C4FM, es gibt so viele Möglichkeiten, FT8. Ich wünsche euch auf jeden Fall angenehme QSOs dabei, 73 und bye bye.